keinen Itemshop haben oder irgendwie kein Geld reinkriegen, wie kommen sie dazu, dass sie überhaupt noch über Wasser bleiben, zum Beispiel überhaupt noch erhältlich ist? Tja, keine Ahnung, aber die kriegen auf jeden Fall viel. Also Frogs hat zum Beispiel, wie gesagt, die verdienen Millionen. Das kriegen die schon irgendwie hin. Brauchst keine Sorgen zu machen. Aber wie und warum? Das ist ja, muss ja eine Marktlücke sein. Nö. Aber das ist, wenn Millionen von Leute Runes of Mail spielen und dann bezahlen meinetwegen alle, oder die Hälfte zumindest irgendwie mehrere Euro, da kommt schon einiges zusammen. Und dann haben die natürlich auch mehrere Spiele mit mehreren Itemshots und bla bla blub. Und die haben auch Sponsoren und alles mögliche, also die kriegen schon überall irgendwo Geld her. Natürlich machen die auch, also meistens ist ja so, dass Entwickler Free Games rausbringen und oder allgemein, sagen wir mal, die irgendein Entwickler bringt jetzt so ein Spiel raus, ein gutes Spiel, was aber normalerweise was kostet, haben genug Geld gesammelt und sagen jetzt, gut, wir haben genug Geld gesammelt, wir können noch ein Free Game nebenbei machen. So kommen zum Beispiel auch Free Games zustande. Weil die dann sich einfach das leisten können, auch ein Gratisspiel zu machen. Mir fällt gerade kein Entwickler ein, aber gut. Ja gut, das... Doch, EA könnte man noch dazu zählen, weil die haben ja auch mit Battlefield for Free und Heroes und sowas ja auch kostenlos was rausgebracht. Oder fanden die das überhaupt? Oder? Ich weiß gar nicht. Was hat jetzt EA nochmal rausgebracht? Call of Duty oder Battlefield? Oder beides? Oder gar keins von beiden? Weiß ich gar nicht mehr. Ich verwechsel das irgendwie immer. Battlefield, glaube ich, weil Call of Duty ist ja von Activision, oder? Ich glaube auch. Ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall, doch, ja, doch gut, dann, wenn es Battlefield wäre, dann haben die es doch, dann war das auch von EA. Dann zum Beispiel die von EA verdient ja Milliarden und alles und deswegen können sie sich auch leisten, Free Game zu machen, auch was ein schlechtes Free Game ist. Beispielsweise Battlefield for Free ist ein richtig mieses Free Game und ja. Man spielt es trotzdem. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber Ubisoft hat ja auch mal eine andere Methode benutzt, um Free Games zu vermarkten, nämlich haben sie Werbung in die Spiele eingebaut und dafür hat man sie dann gratis downloaden können. Ich glaube, das war Rayman Raving Rabbids und noch ein paar andere Spiele von Ubisoft. Davon habe ich mal was gehört, ja. Ist aber eine gute Sache, ne? Wenn man so sieht. Da wo in den Ladezeiten dann so Burger King-Werbungen oder so stehen. Ja. Oh ja, toll. Spielst du dann? Oh, jetzt habe ich Hunger. Und? Super. Genial. Ja, es fehlt noch, dass du irgendwie so die großen Fressketten, nenne ich jetzt einfach mal so, noch einen Lieferservice einführen. Da war doch mal was. Da war mal was? Ja, da war mal was. Eine News auf Giga mit Lieferung. War doch mit Pizza. Da war irgendwas auf Giga mit Pizza. Das ist dann der Pizza Connection. Nee. Da war irgendeine Sache mit. War das Blizzard? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht mal, aber irgendwas war damit. Ich suche mal einfach nur mal nach Pizza. Ey, die News mit Pizza merkst du. Ich habe es. Die Gamer Pizza gibt es. Okay. Nennt sich Call a Pizza. Und zwar ist es nämlich bei Runes of Magic so. What else? Da gibt es nämlich die, auf der offiziellen Runes of Magic-Seite diesen Service. Okay. Call a Pizza. Guckst du an, dachte ich, möchte die Pizza haben und da hast du es. Kostenpunkt? Weiß ich, steht jetzt gerade nichts drin. Da steht ein großer Hunger, Rom-Pizza. Das wird die bestimmt sehr teuer sein. Wählt eure Rom-Pizza. Das kann ich mir aber auch ganz bestimmt so vorstellen, so bei Spielern von WoW, ne? Die es in der Nacht mal spielen und natürlich keine Zeit haben, wenn sie gerade spielen oder gerade auf einer Wait sind. Scheiße. Hust, wir kommen etwas vom Thema ab. Hust, den Satz mal kurz mal zu Ende bringen. Wenn sie mitten in einem Raid sind und dann natürlich, ach scheiße, ich hab Hunger. Was so, machen bist du jetzt fertig? Ja, jetzt bin ich fertig. Hust, okay. Erstick. Nein, kann ich nicht. Oh. Ich hab noch genug Luft. Auf jeden Fall, bla. Wildlands. Kennt jemand Wildlands? Nein. Kennt bestimmt keiner. Siedler 2, nein. Kennt das jemand? Ja, Siedler kennt man eigentlich. Ja. Wildlands ist ja so eine Art Open Source Remake von Siedler 2. Natürlich kostenlos. Und
Das ist ja so eine Sache wegen Spiele-Remakes. Es gibt viele Spiele-Remakes, die dann auch kostenlos sind, beispielsweise Takatis, Hurricane oder halt Wildlands. Und alle, ich sag alle drei Spiele sind geil. Okay. Die kommen an den Klassikern, also teilweise übertreffen diese sogar, weil es halt neue Technik gibt. Wildlands zum Beispiel hat neue Features eingebaut, die Siedler 2 nicht hatte, also ein besseres Siedler 2, könnte man sagen, wenn auch mit der gleichen oder fast gleichen Grafik, aber hat mehr Funktionen, Multiplayer ist besser aufgebaut und alles. Und das ist durchaus für Strategiespiele interessant. Es gibt aber auch Free Games, die mal, wie heißt, bezahlt, also Vollpreistitel waren. Ich habe jetzt den Namen vergessen, da war so ein Horrorspiel, irgendwie mit S. Ein Horrorspiel mit S. Wie viele Buchstaben? Ich weiß es nicht mehr, aber ich hab's sogar gezockt. Da muss es ja bekannt sein. Ja, es ist. Ich suche mal kurz. Ich Silent hab's Hill fällt mir gefunden. da Ich noch ein. habe es schon rausgefunden. The Suffering heißt das. Es kennt natürlich wieder keiner hier. Nee, Nee. das von David konnte ich noch so ein bisschen einordnen, und das von dir gerade gar nicht. Ja, The Suffering, und zwar ist es halt ein Horrorspiel und von 2004 und von Spielentwickler Midway, die unter anderem, was haben die gemacht? Mit Epic Games haben die Unreal Tournament und sowas rausgebracht. Und das Spiel The Suffering, das 2004 rauskam, wie gesagt, ist nach einer Zeit, wo man gesehen hat, dass es sich eigentlich nicht so gut verkauft hat, haben die es halt als Gratisspiel gesetzt und danach wurde es zuerst richtig erfolgreich. Okay. Das Gewaltlevel ist da natürlich sehr hoch und ist eigentlich ab 18, aber weil es kostenlos ist, kann ja auch jeder darauf zugreifen, was auch so ein, zum Beispiel für die USK so ein Dorn im Auge ist, weil ein Free Game, wenn es kostenlos ist und im Internet verfügbar ist, dann kannst du die USK vergessen und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, wo dann die sagen, ah, hier 18 und so und kann jeder spielen, bla, und ich habe es auch gespielt und ich habe davon keine Albträume bekommen, also bitte. Ja. Okay. Und als ich anfangs Minecraft zum Beispiel war, am Anfang auch ein Free Game, also komplett, das, wo ich gezockt habe, Alpha-Version am Anfang, kannst du runterladen, war auch Free Game. Ja, jetzt kann man es ja auch noch free zocken eigentlich. Ja, aber nicht mehr so als, also es war eher eingeschränkt, kann man es nutzen. Oder man muss es halt auf andere Wege tun, die aber dann nicht ganz so erwünscht sind, sag ich mal. Aber das ist so wieder die Sache, ne? Der Publisher möchte dafür dann ein bisschen Geld haben. Beziehungsweise der Entwickler. Oder die ganze Ja. Sache, die er da gemacht hat. Aber irgendwann muss er ja auch sich das Ding finanziert lassen, sonst geht's ja gar nicht mehr. Aber dann noch ein bisschen Themen, dass auch David was dazu sagen kann, und zwar RPG Maker Spiele. David. Ja, genau. RPG Maker Spiele sind ja. Vielleicht kennen ja einige von euch den RPG Maker, das ist ja ein Programm. Mit dem man ganz einfach eigene Rollenspiele programmieren kann, aber auch andere Genres von Spielen. Und da hat sich mit der Zeit eine ziemlich große Community zusammengestückelt, die sehr viele Spiele produziert hat. Macht immer noch. Immer noch, ja. Okay. Und ich hatte auch mal einen RPG Maker gehabt, der eigentlich in Deutschland irgendwie halt nicht, also eigentlich nicht legal ist, weil man halt irgendwie eigene Spiele mitmachen kann und das wäre irgendwie Wettbewerb und sowas, bla, so ein Zeug, was irgendwie total komisch ist. Ist irgendwie, also in Japan zum Beispiel ist RPG, also durchaus sehr beliebt, was verständlich ist, weil die eh alle RPG-Freaks sind. Ich selber habe auf Umwegen halt den RPG Maker bekommen, plus, also die 2000er Version, 2003er und die XP. Da gibt es auch eine andere, die ist, das ist so eine amerikanische VX, irgendwas, keine Ja, Ahnung, genau. die ist mehr. Aber die soll ja nicht so gut sein. Ja, die, also am erfolgreichsten oder beziehungsweise am beliebtesten ist ja diese 2000er Version. Diese mit Ja, den da sind auch schon klassischen. sehr viele so Mods entstanden. Und einige haben es ja geschafft, auch in den Zeitschriften zu landen, beispielsweise von Beerstone 2 oder Eternal Legends. Wobei, also durch diese Spiele, beziehungsweise vor allem durch Eternal Legends, bin ich erst auf diese RPG Maker Spiele gekommen. Ich habe es also so weit gezockt, bis halt dieser Bug kam, wo ich nicht weiterzocken konnte. Und ich wusste, dass es schon ein Patch dazu gab. Aber naja. Was hast du für Spiele, RPG-Spiele gespielt, David?
Ja, auch Eternal Legends, dann Vampire's Dawn 1 und 2 natürlich. Und in letzter Zeit habe ich jetzt schon länger keine mehr gespielt, aber so bis vor einem Jahr habe ich immer noch aktiv die Community verfolgt, also welche neuen Spiele sie herausbringen. Auch vielleicht kennst du es ja, El Diablo oder El Dorado, meine ich Habe ich schon mal natürlich. gehört. Und die Reise zum Mond oder irgendwie so. Auch sehr gute Spiele. Ja, da gibt es jetzt einige, sagen wir mal so. Da gibt es ja ganze App Seiten, RPG-Atelier, RPG Maker 2000 oder so. Das sind so, Ja, aber genau. irgendwie, also zum Beispiel beim Letztgenannten, das ist, da ist die Seite so ein bisschen nicht down, aber da stockt gerade die Entwicklung oder beziehungsweise der Fortschritt der Seite seit Monaten, weil die Community irgendwie so ein bisschen geschrumpft ist, weil das Interesse ist da ein bisschen, hat sich ein bisschen nachgelassen. Das weiß ich, ob jetzt, also verständlich ist das schon teilweise, weil da irgendwie auch sonst nicht viel kommt. Aber wenn man, da gibt es so eine Datenbank an Spielen und da kann man alles runterladen und zocken. Und da sind einige Juwelen, sage ich mal, sogar dabei. Ja. Ich muss mal eben gucken, wo diese verdammte Seite nochmal war. Da ist sie ja, RPG Maker Quartier. Da gibt es ja dieses eine Spiel unterwegs in Flüsterburg oder Düsterburg. Das sind alles Spiele, die sehr beliebt waren, auch außerhalb der internen Community. Genau, denn die sind ja auch bei einigen sogar Zeitschriften auf der Heft-DVD drauf gewesen. Gab es ja Wie von es. Screen Fun, Bravo Screen Fun oder Genau. so. Gab's ja. Boah, Leider die war kenne das ich ja ja so, noch. dass als ich davon wusste, gab es diese Zeitschrift gar nicht mehr. Ich kenne Und die ja also noch. habe ich nie, ich habe nie mein ganzes Leben einmal diese Zeitschriften echt gesehen, aber na gut. Bei uns Ich habe gibt's die schon. halt nur Computerbildspiele, Game Pro, Game Star und so und Zeug. Also wenn ich ein bisschen suche, finde ich sie hier noch bestimmt. Ja, ich habe ja auch noch einige Screamfun-Ausgaben zu Hause, da ich ja auch durch diese erst auf die RPG-Marker aufmerksam geworden bin. Ich bin halt durch ein Internet Legend, das war halt bei Computerbildspiele halt als Special dabei. In der Community von Computerbildspiele war das dann ziemlich angesagt, weil alle wussten, oder alle dachten, jetzt ist das irgendwie sowas ganz anderes, weil es war irgendwie komisch, es war anders als andere Spiele. Dachte Ja. man, sieht aus wie so ein, also es basiert ja, also orientiert sich alles an alten SNES-Rollenspielen. Merkt man ja an der Grafik, an der Steuerung, an dem Gameplay an sich und an dem Aufbau. Und deswegen, da ist ja so eine Sache, dass vor allem für alte SNES-Freunde oder für, sagen wir mal, Klassik-Freunde, die mögen sowas. Und deswegen ist es auch außerhalb der internen RPG-Maker-Gemeinschaft so erfolgreich gewesen. Vor allem halt die sogenannten Magazinspiele, sag ich mal, die halt auch im Magazin erschienen sind. Ja. Ich mag ja auch die alten Super Nintendo RPG, also die RPGs von damals ge sehr gerne. Deswegen glaube ich, haben mir auch die RPG-Maker-Spiele gut gefallen. Und ja, welche Gratis-Spiele kennst du noch so? Da gab es natürlich die ganzen gratis FPS-Shooter, also beispielsweise Warrock. Das müsst ihr kennen, Warrock. Ja, kenne ich. Ja, das ist zum Beispiel ist kostenlos oder Urban Terror und hast du nicht gesehen, diese ganzen Shooter, Multiplayer-Shooter. Die sind alle gratis, alle sehr beliebt. Also bei denen ist natürlich, man sieht es denen an, die orientieren sich an Battlefield und an Counter-Strike und so. Ja. Das ist sehr Besonders üblich, das Warrock meiste. kommt ja, ist mir vorgekommen, eher an Battlefield orientiert. Ja, Warrock ist sehr Battlefield-lastig, deswegen, also ich finde ja irgendwie Schlachtfelder allgemein irgendwie cooler und besser und epischer als halt das Häuserkampf, das ist, liegt mir zumindest mehr. Auch wenn ich so oder so immer versage, aber egal. Und ja. Ja. Ist, wie gesagt, aktuell spiele ich zwei Free Games Spiele, Star Sword und Alien Arena und ja. Was noch? Ja, es gibt halt noch, man muss unterscheiden auch zwischen, also beziehungsweise intern gibt es auch halt Free Games an sich, also Closed Source und Open Source gibt es ja auch noch und da sind natürlich auch noch einige Spiele erschienen.
Ja. Beispielsweise Open Arena und so oder Tux Racer und sowas. Ja.